Da sieht aus wie eine Mischung aus One Piece und Devilman. Und irgendwoher kenne ich den. Ich weiß nicht, irgendwas kommt mir an dem bekannt vor. Ist halt irgendwas anders mit dem Intro? Das sieht halt irgendwie anders aus. Das ging aber schnell. Ups. Ja, weil du kein Netz unter der Brücke trägst, mein Freund. Ich frag mich sowieso, wie das halten soll. Der Geile, da sind bestimmt Klammern dabei, aber wo soll er die festmachen? Einfach eine Mütze auf den Katzenohren. Das ist der da, ja. Direkt auf die Brüste. Bumm. Das ist alles so wahnsinnig durcheinander. Erst wieder das Tournament, dann wieder die Monster, dann wieder Garo. Haben die eigentlich alle grünes Blut? Ist das Zensur? Was der Junge mit dem Lollipop? Der Kami. Ja, da beißt du dir die Zähne aus und dem. Als wäre es Ramen. Igitt.
Oh, Igitt. Das sieht lustig aus. Crazy Victor Nikiforov. Ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass du so aussiehst. Ich frage mich, ob das überhaupt möglich ist, dass er normal kämpfen kann. Kann er das eigentlich nicht kontrollieren? Can do kind of corn. Ja. Ey, der echte Charanko wird sich freuen. Aber Juri. Wer ist denn das? Das sieht echt cool aus. Das ist so konfus. Ey, ich weiß gar nicht mehr, was passiert. Oh, was das jetzt? Er fliegt einfach davon. Ach so, okay, das war sie. Oh, okay. Ja. Ach, die ist so unverschämt. Ich mag die nicht. Ach, furchtbar. Oh, ich liebe diese Stimme. Oh. Einer meiner Lieblings-Voice-Actors. Na, ich weiß nicht, ob die. Wie sind die aus? Na, ich weiß nicht, ob die
eine Chance haben gegen ihn. Ja, aber wirklich, das ist ein bisschen crazy, oder? Also er hat schon eins von denen gefuttert, oder wie? Das ist so ein Devilman-Kram. Ich mag den, der ist cool. Ein bisschen was von Dr. Strange. Aber wie es kein Ende besteht, wie bestimmt wieder in einem Cliffhanger, natürlich. Das ist wie bei Dragon Ball, bevor es spannend wird, hört die Folge auf. Fest auf Water Polo. Ich kann mir auch vorstellen, dass er irgendwie keinen Bock mehr hat und sagt, okay, ich gehe jetzt einfach nach Hause. Der ist viel zu freundlich. Ich glaube schon, ja. Na, er möchte einfach nur seine Perücke festhalten. Ja, ich weiß nicht. Er will eigentlich immer so eine Ruhe haben. Ich weiß schon gar nicht mehr, warum er eigentlich da mitmacht. Ich hab's schon wieder vergessen. Oh nein. Ich glaube, jetzt fängt es langsam an, mir Spaß zu machen. Und das auch noch mit der Birne,
die Perücke festhalten muss. Geil. Na komm, unterschätze nicht. Ja, aber ich verstehe nicht. Er könnte das doch mit einem Schlag beenden. Ja, er muss leider seine Perücke festhalten. Wir sehen alle unterschätzen. Ja, aber sie versuchen es wenigstens, ja. Das ist ein bisschen arrogant. Oh, jetzt hast du ihn genug angepisst. Ja, absolut. Ja, bitte. Nimm in seine arrogante Fresse rein. Oh nein. Ja, aber es kann doch wirklich sein, dass er eine Perücke trägt. Oh nein, wirklich? Ah, komm. Der hat nicht mal was gemacht. Er hat keine Chance gegen ihn. Ach. Also, dass ich mir einfach nur so dasteht. So. Du hast ja auch nicht verloren, oder?
Na, verausgabt sich völlig. Oh. Ups. Ja, wenn du auch deine Klappe so groß aufreißt. Ich hätte ihm jetzt das Geld wirklich gegönnt. Ich meine, er geht ja so gerne Schnippchen kaufen. Das ist eine chaotische Folge, ey. Die werden immer chaotisch. Ich frage mich, was das sein soll. Ist das eine Lavalampe oder eine komische Flüssigkeit? Oh nein, mein Amagenus. Wie sieht der denn aus? So, if you like my live reaction, if you did, smash the like button or subscribe for my live reactions and thank you for watching. Bye bye.